Freunde, was geht ab? Heute der VfB Stuttgart gegen Fortuna Sittard. Freunde, ich bin gespannt auf das gegnerische Team, was sie zu bieten haben, auf den VfB Stuttgart, was wir zu bieten haben und vor allem auf die neuen Transfers. Und ich hoffe, dass Ermedin Demirovic heute spielt. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, was wir abliefern werden. Ich bin zum ersten Mal im Frankenstadion in Heilbronn. Bin ich zum ersten Mal. Bin immer gespannt, wie viele Leute da sein werden, wie das Stadion ausschaut. Ich habe es mir überhaupt nicht angeguckt. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Und ich freue mich einfach, wieder die VfB-Fans zu sehen, die VfB-Community. Und ja, Freunde, ich würde sagen, let's go. Viel Spaß mit dem Stadion-Vlog und auf geht's nach Heilbronn. Aber bevor es weitergeht, Freunde, erstmal ein Abo dalassen. Let's go. Also, Freunde, ich bin angekommen in Heilbronn. Boah, was ein geiles Wetter, muss man sagen. Schaut es euch mal an. Brutal. Hammergeiles Fußballwetter. Richtig schön warm. Problem an der ganzen Sache. Wir haben 13.30 Uhr, ja, 13.40 Uhr. Ich habe 20 Minuten Laufweg. Plus die mich auf Instagram folgen, die wissen, dass ich gerade eine Verletzung am Fuß habe. Und ich bin jetzt ein bisschen am Humpeln. Ja, dementsprechend brauche ich sogar jetzt noch länger als sonst. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, ob ich es zum Anpfiff schaffe. Wenn nicht, seid mir nicht böse, Freunde. Und ja, apropos, Heilbronn sind wir angekommen und direkt, was sehen wir da? Hoffenheim-Werbung. Tada! Ja, kann man mal machen. Also, Freunde, ich würde sagen, let's go, auf geht's. Übrigens, Flo, vielen, vielen Dank dafür. Der hat mir das Ticket organisiert für heute. Ja, ich denke mal, dass wir ihn auch später sehen. Und ja, vielen Dank, mein Lieber. Ihr seid die Besten. Mach's gut. Man kann ja sagen, was man will, aber die Aussicht lässt sich sehen. Echt. Uff. Hammergeil. Hammer. Ach so. Das ist doch... Freunde, die aus Heilbronn. Das ist nicht dieser Ort, wo man... Da gibt's doch diesen einen Ort. Da kann man auch hier irgendwie Boot fahren und so. Ist es nicht dieser Ort? Ich kenne mich hier in Heilbronn nicht so gut aus. Deswegen schreibt gerne einfach mal in die Kommentare, Freunde. Na, Freunde, schaut mal. Genau das habe ich gemeint. Jetzt laufe ich hier gerade vorbei. Ah, passt schon. Heilbronn ist geil, gefällt mir. Also, Freunde, drin sind wir. Ich muss sagen, ich habe eine ganze Runde ums ganze Stadion gemacht, aber keine Chance. Ich habe einen Platz gesucht, wo ein bisschen Schatten ist, aber das kann ich komplett vergessen. Ich zeige euch mal, es sind einige Leute da. Ich zeige euch einfach mal, wie das Stadion ausschaut und so. Sympathisch. Und schaut mal, Freunde. Hier sind so, Catering und alles. Und dann geht es hier weiter. Hier sind ein paar Sitzplätze. Und man muss aber sagen, es sind einige Leute da. Das ist der Wahnsinn. Und yes! Das erste Tor. 1-0 VfB Stuttgart. Und jetzt sind wir drin, würde ich sagen, Freunde. 1-0. Let's go. Also, Freunde, steht auf jeden Fall 2-0 für den VfB. Ich suche mir gerade einen Platz im Schatten. Weil sonst werde ich auf jeden Fall nicht alles aufnehmen können. Also, Freunde, die erste Halbzeit ist rum. Die wollten eigentlich zweimal 60 Minuten spielen. Hat nicht funktioniert. Ist einfach zu warm hier. Deswegen haben wir gesagt, komm, zweimal 45 Minuten, ganz regulär. Ist in Ordnung. 2-0 sind wir in Führung. Passt schon. Und ich bin einfach mal gespannt, wie die zweite Halbzeit weitergeht. Jetzt habe ich so ein kleines Fleckchen. Zumindest wo mein Kopf im Schatten ist gefunden und das langt auch schon. Ich würde sagen, let's go, viel Spaß mit der zweiten Halbzeit und ja, schau mal, was passiert, 3, 4, 5, 0. Freunde, eine Sache muss ich euch jetzt zeigen.
Hört ihr ihn? Na, machen wir so. Den Jungen, den ihr da hört, das ist einfach der Leo. Hat sein Megafon, man sieht ihn halt nicht, aber das ist der Leo. Freunde, ich habe hier die drei sympathischen Jungs, die alle drei VfB-Fans. Natürlich. Sehr gut, geil. Also, Jungs, ihr wollt jemanden grüßen? Ja. Ich grüße Mika und Lorenz. Lorenz. Ich grüße Arik. Anton Kraus, bester Mann. Ja. Jungs, eine Frage an euch. Ja. Wie viel da werden wir nächste Saison? Solider Sechster. Europa League. Man könnte Europa League. Dritter werden. Dritter, Vierter. Ich sag auch, 1 bis 8 ist alles drin. Ja, komm, geh ich mit, passt. Hey, Jungs, ich wünsche euch was. Danke. Ciao. Freunde, das 3 zu 0. Freunde, ich sehe das ganz einfach als ein easy VfB-Vlog. 3 Tore, nur eins davon gefilmt. Aber soll ich sagen, es ist so warm. Das ist echt schwierig hier einen normalen Vlog aufzunehmen, muss man einfach sagen. Das Spiel, muss ich auch sagen, ist nicht so spektakulär. So, ehrlich, die Fans, was sie hier machen, finde ich viel besser. Die will ich aber jetzt nicht unbedingt allesamt aufnehmen, weil hier auch, glaube ich mal, einige Ultras mit ihren Familien da sind, die einfach nicht gefilmt werden möchten. Und deswegen nehme ich einfach die Fans nicht auf. Man hört ab und zu den Leo, das finde ich mega sympathisch und passt schon. Also weiter geht's. Ich sage, es wird 4-0 enden. Nach alter Scheiße geht's auf die Reise! Stuttgart International! Europapokal! Europapokal! Nach alter Scheiße geht's auf die Reise! Stuttgart International! Europapokal! Europapokal! Nach alter Scheiße geht's auf die Reise! Stuttgart International! Europapokal! Europapokal! Nach alter Scheiße geht's auf die Reise! Stuttgart International! Europapokal! Liked alle seine Videos und abonniert! Hey, danke dir, Kleiner! Bester Mann, kann man nicht sagen, bester Mann. Also Freunde, ich habe hier nochmal den Emilio. Zeig mal gerne dein Trikot. So, wir haben gegenseitig alles unterschrieben. Also einmal sein Trikot mit meiner Unterschrift und einmal mein Shirt mit Emilios Unterschrift. Kann man mal machen, Emilio, oder? Ja. Wir sehen uns vor dem Bilbao-Spiel. Abonniert und liked. Also. Mach's gut. Wie viele hast du gerade Abonnenten? 5440. Ja, okay, ihr müsst alle liken, dass er die 1 Million kriegt. Also, ciao. Ich sag ja, Freunde, also, heute ist das Spiel Nebensache. Wir konzentrieren uns hier auf die Fans, auf das Wetter. Echt, also, mega sympathische Leute, muss man einfach sagen. Und ja, ich würde sagen, let's go, wir schauen weiter das Spiel an. Let's go. Also, Freunde, Abpfiff. Von der zweiten Halbzeit haben wir nicht viel mitbekommen, muss man sagen. War aber jetzt auch nicht die spektakulärste Halbzeit, beziehungsweise das spektakulärste Spiel. Freunde, ich gehe mal hier ganz raus und dann melde ich mich nochmal. Boah, mir ist so warm, ey. So, Freunde, ich bin raus aus dem Stadion, hier an irgendeinem Supermarktparkplatz. Ganz kurz zum Spiel. Also, weiß ich nicht. Ich bin nicht wohl der Einzige. Einige denken so, einige denken so, das Spiel war ein bisschen mau. Also von Fortuna Sittard kam ja absolut gar nichts. Gar nichts. Aber vom VfB jetzt auch nicht unbedingt wirklich, muss man sagen. Boah, mein Gesicht ist ja voll rot. Was ist denn hier los, ey? Mach mal so rum. Ja, sieht doch besser aus. Also, ja, vom VfB kam auch nicht viel. Fortuna Sittard kam absolut gar nichts. Also das Spiel war nicht so gut, muss man sagen. Aber es ist halt heiß, es ist brutal warmes Wetter. Ich glaube, den Spielern geht es sogar noch schlimmer als den Zuschauern. Viele sind auch nach der ersten Halbzeit gegangen.
Es war einfach zu heiß da. Und ja, was soll ich sagen? Ihr habt es ja selber gesehen. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Szenen vom Spiel aufgenommen. Es war einfach zu warm. So, den kleinen Emilio haben wir mitgenommen. Ey, der Junge ist für mich der geborene Star. Also der, wenn der in der Zukunft nicht irgendwas reißen wird, das ist der Wahnsinn, der Junge, echt. Was soll ich sagen? Also Freunde, das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Der nächste Vlog wird sein, boah, ich weiß selber gar nicht, was der nächste Vlog sein wird, aber beim VfB wird es auf jeden Fall gegen Bilbao sein, da bin ich am Start. Und da werden wir uns auch mit dem Emilio treffen, hoffentlich, schauen wir mal. Da habe ich eine kleine Überraschung für ihn. Und ja, Freunde, ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Abonniert den Kanal, liked das Video, teilt, kommentiert. Ich bin auch übrigens auf TikTok, 90min.tv, Instagram, 90min.tv. Checkt alles ab. Ja, und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.